So, der Schiedsrichter Agios muss aufpassen, dass ihm hier das Heft nicht aus der Hand genommen wird. Schöner Absatzkick von Bosch. Juran! Nein. Und dann gibt der Elfmeter. Auf den ersten Blick sage ich, es war keiner. Der Schiedsrichter vielleicht schon genervt. Zeigt auf den Strafstoßpunkt und wird jetzt bedrängt, bedroht von der halben Brügger Mannschaft an der Spitze. Kapitän Frankie van der Elst, der aber erstmal seine Heißsporne weghält. Hier sehen wir die Szene nochmal. Und zwar jetzt von der Gegenkamera. Für meine Begriffe nicht zweifelsfrei, aber darüber diskutieren wir jetzt gar nicht mehr. Da hatte sich auch Juran eingehakt mit dem Arm. Es gibt Strafstoß. Und Frankie van der Elst sieht dafür nochmal gelb wegen der Reklamation. Wäre bei einem nächsten Spiel nicht dabei, aber vielleicht kommt es gar nicht dazu. Jetzt gibt es Strafstoß für den VfL und Donkov. 1:0. Durch Georgi Jonkov, den Bulgaren. Und damit ist der Vorsprung der Brügger aus dem Hinspiel schon egalisiert. Unhaltbar. Schauen Sie mal in das Gesicht von Klaus Toppmöller. Die ganze Anspannung und nur ein bisschen Erleichterung kommt dann dazu. Tor! Es ist der Marokkaner Jbari. Und leider, leider wieder eine Kopfballschwäche in der Abwehr der Bochumer. Das war, wenn wir ehrlich sind, nicht zum ersten Mal, dass der junge Mann mit dem Kopf völlig frei zum Zuge kommt. Hier sehen Sie es nochmal. Fährmanns Eckball völlig frei am 5-Meter-Raum. Und so ein Flickflack kann er auch noch hinterher. Obwohl das ganz schön auf die Achillessehne geht, aber noch mehr auf die Bochumer Gemüter. Peschel. Ja, er versucht da, den Torwart zu überlisten, anstatt auf die frei postierten Mitspieler und Mitstürmer zu spielen. Wenn es gelingt, ist er der King. Aber so wartet. Ja, will Verlinden verleiben. Tor! Und dann klappt es doch noch. Und wieder ist der Torschütze Georgi Donkov, der Bulgare. Gerade trauerten wir noch der Chance von Peschel nach. Da lässt Georgi Donkov hier nach diesem Eckball den Bochumer Siegespuls wieder emporschnellen. De Flandre auf der Linie hat natürlich überhaupt keine Chance. Und jetzt, liebe Fußballfreunde, jetzt ist alles drin. Der VfL Bochum führt mit 2:1. Und er hat noch mehr als eine halbe Stunde Zeit, um das dritte Tor zu erzielen
und in die dritte Runde zu kommen. Zehn zu sieben das Eckballverhältnis, aber das ist es nicht. Das Tor muss her. Drin! Sergei Juran! Sagenhaft! Ralf Zumdick, der lange hier ein klasse Keeper war. So, Töppi, jetzt halte deine Hintermannschaft zusammen. Eckball, Bosch. Und Juran versenkt den Ball. Und auch die Abwehrspieler haben keine Chance mehr. Auf der Linie. Nichts mehr. 3:1 für den VfL. Und jetzt geht es andersrum. Jetzt haben es die Belgier eilig. Und die Bochumer können sich Zeit lassen. Aber sie müssen aufpassen. Freistoß hat der Schiedsrichterassistent da signalisiert. Bosch hat gefordert und gesagt, stell dich nicht so an. Van der Elst. Hoffmann hat erstmal geklärt. Bosch. Bosch gegen Borkelmann. Nur mach es! Karneval in Bochum. Die Tribüne bebt. Und Klaus Toppmöller, dem gönne ich es besonders. Man sieht ihm die Erleichterung an. Das Match ist gelaufen. Darius Wosch, der Kapitän, mit diesem großartigen Sprint von Borkelmanns nicht mehr einzuholen, bezwingt Verlinden und endgültig auch den FC Brügge. Oh, wie ist das schön. Jetzt könnten sie nach dem Geschmack der VfL-Anhänger hier ruhig noch eine halbe Stunde weiterspielen. Aber irgendwann nach 93 Minuten und 15 Sekunden wird auch Schiedsrichter Charles Agius aus Malta Schlusspfiff ansetzen. Da ist es soweit. Und nun liegen sie sich hier in den Armen. Und alles ist aufgestanden. Auch wir erheben uns von den Plätzen. Respekt, VfL Bochum. Sie haben gewankt. Sie haben in der Hintermannschaft gewackelt. Aber sie haben mit einer großartigen Leistung gegen einen starken Gegner, wohlgemerkt den Spitzenreiter der belgischen Liga, 8 Spiele, 8 Siege, mit 4:1 bezwungen. Und ziehen damit in die dritte Runde ein. Fußball im Kohlenpott ist in. Schalke holte dieses Jahr den Pott. Für Bochum ist nicht nur Kohle, sondern auch weiterhin viel Ehre drin. Diese lange Zeit als graue Maus, falsch eingeschätzte Mannschaft, ist wieder einmal über sich hinausgewachsen. Und ist weiterhin im europäischen Fußballwettbewerb vertreten. Darius Wosch,
Der vorbildliche Kapitän setzte den Schlusspunkt. Zweimal der bulgarische Stürmerstar Donkov. Einmal Juran, der vorher den Elfmeter rausholte zum 1:0 durch Donkov. So hießen die anderen Torschützen beim zwischenzeitlichen Ausgleichstor des brandgefährlichen Hibari. 4:1 und alle strahlen. Hier nochmal das Endergebnis in Namen und Zahlen, meine Damen und Herren. Aber wenn Sie von Anfang an dabei waren, dann wissen Sie, was hier für eine Dramatik von der ersten bis zur letzten Sekunde zu verzeichnen war. Und die Bochumer, die da gerade nochmal Parterre gegangen sind, um sich bei ihren Fans zu bedanken, sie können ganz hoch erhobenen Hauptes hier vom Platz gehen. Sie haben eine Riesenleistung gebracht. Ich gebe runter mit herzlichen Glückwunsch an Klaus Toppmöller zu Ralf Schuld. Bochum gegen Brügge wurde Ihnen im Ersten präsentiert von Kornbacher. Klaus Toppmöller, dieses Spiel, größter Moment in Ihrer Trainerlaufbahn? Ja, ich war ja mal mit Frankfurt schon mal 4 Runden im Europacup dabei, aber mit dieser Mannschaft hier, wenn man die Moral sieht, gegen Trabzonspor Rückstand aufgeholt, heute wieder am Nullpunkt wieder angefangen nach dem 1:1, ich bin einfach happy. Wir haben ziemlich gezittert, Sie auch in der zweiten Halbzeit? Ja, natürlich, das Spiel stand auf des Messers Schneide und wir mussten das 1:1 schlucken. Wir wussten aber auch, dass wir gegen 10 Mann, gegen Trabzonspor 4 Tore noch gemacht haben und wir haben jetzt mit 11 Mann 3 Tore gemacht. Wie viel sind die Zuschauer hier wert in diesem Stadion? Ja, es ist ja einmal in der Geschichte beim VfL Bochum, dass wir überhaupt im Europacup spielen. Man sieht ja die Stimmung hier, die Begeisterung. Ja, vielen Dank, feiert noch schön. Wir sind dann hoffentlich in der nächsten Runde wieder dabei. Morgen ist die Auslosung. Viel Glück dafür und vielen Dank. Das war unsere Sendung heute. Sportschau live aus dem Bochumer Stadion. Bochum ist weiter genauso wie Karlsruhe und Schalke. Und damit verabschieden wir uns bis Samstag zu Sportschau. Tschüss.